Zusatzpunkt, Aktuelle Stunde. Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben eine Aktuelle Stunde verlangt, wie schon gesagt, zum Thema zu den Raketenangriffen auf Israel und der damit verbundenen Eskalation der Gewalt. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesaußenminister Heiko Maas. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Nahe Osten erlebt in diesen Tagen die schlimmste Gewalt seit Jahren. Und verantwortlich dafür ist aktuell der Raketenterror der Hamas. Mehr als 3.500 Geschosse sind in den letzten Tagen auf Israel abgefeuert worden. Auf Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, wo den Menschen oft nur wenige Sekunden bleiben, um Schutz zu suchen. Aber auch auf Großstädte wie Jerusalem und Tel Aviv, wo Hunderttausende in die Bunker fliehen müssen. Wir verurteilen diese Angriffe auf das Allerschärfste. Sie sind durch nichts zu rechtfertigen, auch nicht durch die Ereignisse auf dem Tempelberg am vorletzten Wochenende. Und deshalb hat Israel das Recht und die Pflicht, seine Bevölkerung dagegen zu schützen. Die Hamas hat diese Eskalation ganz bewusst herbeigeführt, mit entsetzlichen Folgen, die Israelis und Palästinenser treffen, vor allem die Menschen im Gazastreifen. Und zu viele haben bereits ihr Leben verloren, darunter Dutzende Kinder auf beiden Seiten. Das muss ein Ende haben, und zwar so schnell wie möglich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben dazu schon vor einigen Tagen einen Drei-Stufen-Plan vorgeschlagen. Er sieht erstens einen sofortigen Stopp des Raketenterrors der Hamas vor, zweitens eine Vereinbarung eines Waffenstillstandes und drittens Schritte, um endlich die komplexen Ursachen dieser Auseinandersetzung anzugehen. Und dabei führt kein Weg vorbei an direkten Gesprächen zwischen Israelis und Palästinensern. Und meine Damen und Herren, wir sind nicht nur seit einigen Tagen, sondern wir sind schon länger Teil aller Bemühungen, die dorthin führen sollen. Jetzt durch die Entsendung des EU-Sonderbeauftragten Koopmans in die Region, die wir gestern beim EU-Sonderrat beschlossen haben. Vor allem aber durch die Vermittlungsbemühungen, die wir selbst in den letzten Tagen, aber auch schon darüber hinaus getätigt haben. In intensiven Gesprächen mit Israelis und Palästinensern, aber auch mit den Vereinigten Staaten, unseren europäischen Partnern und Ägypten, Jordanien und auch Katar und anderen, die Einfluss auf beide Parteien haben. Meine Damen und Herren, denn dieser Konflikt bringt nicht nur wieder und wieder großes Leid über Israelis und Palästinenser. Er birgt auch jedes Mal aufs Neue das Risiko einer Ausweitung des Konfliktes auf die gesamte Region. Und noch eine Entwicklung ist wirklich erschütternd. Die anhaltende Gewalt auch innerhalb Israels und im Westjordanland, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben. Und am herausforderndsten ist sicherlich die Lage dabei in Jerusalem. Dort haben die Unruhen seit Beginn des Ramadans bereits hunderte Verletzte gefordert. Die Bilder von Gewalt auf dem Tempelberg, dem Haram al-Sharif, an der drittheiligsten Stätte des Islams, machen uns deshalb auch große Sorge. Alle Beteiligten haben letztlich die Pflicht, den historischen und rechtlichen Status quo der heiligen Stätten zu wahren oder wiederherzustellen. Und dabei kommt unserem Partner Jordanien eine ganz zentrale Rolle zu, an der auch nicht gerüttelt werden darf. Wenn wir über Deeskalation nun sprechen, dann thematisieren wir natürlich auch beim den israelischen Siedlungsbau in den gesetzten Gebieten und die geplanten Räumungen palästinensischer Wohnungen, etwa im Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, an der sich die Konfrontation in Jerusalem ja auch entzündet hat. Und deshalb, meine Damen und Herren, allein eine solche Lösung, die die Gewalt im Nahen Osten dauerhaft beenden kann, kann nur eine sein,
die beiden Seiten erlaubt, selbstbestimmt in Frieden und in Sicherheit zu leben. Und ich bin mir sicher, dass die Menschen sowohl in den palästinensischen Gebieten als auch in Israel sich nach nichts mehr sehen als nach Frieden und nach Sicherheit. Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass dies nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung sein kann. Und daran, und das gehört allerdings auch zur Wahrheit, ist in den letzten Jahren viel zu wenig gearbeitet worden. Und je weniger realistisch diese Perspektive wird, und das sollte allen bewusst sein, die jetzt der Auffassung sind, dass die Zwei-Staaten-Lösung längst tot ist, je weniger realistisch dieses Ziel wird, desto größer ist die Gefahr, dass radikale Akteure wie die der Hamas erstarken. Und das ist das, was wir gerade erleben. Meine Damen und Herren, zuallererst, und das ist das, worum es jetzt geht, zuallererst aber muss der Raketenterror der Hamas aufhören, damit das Blutvergießen endet und die Waffen endlich schweigen. Und das bleibt auch unsere oberste Priorität, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch der gesamten Europäischen Union. Und nur so kann auch die humanitäre Hilfe der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wirklich auch erreicht werden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir die humanitäre Situation der Menschen, die dort leben, verbessern müssen, um der Hamas den Nährboden zu entziehen, auf der sie diese Menschen mobilisiert. Und es gibt noch etwas, was wir tun können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Antisemitischen Hasspredigern, Hetzern und Gewalttätern hier in unseren eigenen Städten mit der ganzen Härte des deutschen Rechtsstaates entgegenzutreten. Und zwar egal, ob sie schon immer hier leben oder erst in den letzten Jahren hierher gekommen sind. Denn letztlich sollen alle wissen, die in Deutschland sind, dauerhaft oder auch nur vorübergehend, auf unseren Straßen darf es keinen Zentimeter Platz geben für Antisemitismus, niemals und nie wieder. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Armin Paulus Hampel, AfD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Raketenangriffe auf Israel erfordern zwei Dinge, nämlich Realismus und Fingerspitzengefühl. Das Gegenteil praktiziert gerade die Sozialdemokratie, wenn ich Herrn Borjans höre, der das unbestrittene Existenzrecht Israels bestätigt, aber weitere Waffenlieferungen an Israel davon abhängig macht, dass wir eine Mitsprache beanspruchen, ein Stück gehört zu werden, wenn es darum geht, deeskalierend zu wirken, dann frage ich, in welcher Welt lebt Herr Borjans eigentlich? Solche Äußerungen hätten auch von Ihnen kommen können, Herr Maas. Und da stimme ich dem Kommentar der Welt zu. Das sind Äußerungen von vorgestern, ausgesprochen dumm und vor allem deplatziert. Zitat Ende. Es nützt auch herzlich wenig, wenn Sie in der Bild am Sonntag einen sogenannten Drei-Stufen-Plan, wie eben auch erwähnt, fordern. Das kennen wir seit Jahren, meine Damen und Herren, und sie ergehen sich in wohlfeilen Worten, ein Wolkenkuckucksheim, der den Frieden wünscht auf Erden und wenigstens einen Frieden in Israel und Palästinenser. Aber klares Handeln, Herr Minister, lassen Sie vermissen. Dazu passt die beruhigende Ankündigung von Herrn Maas genauso. Sie werden 40 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für die Palästinenser bereitstellen. Das Europäische Parlament hat am 29. April erstmal festgestellt, dass die Millionen, die wir in die UNRWA, in die UN-Hilfsorganisation für Palästina bezahlen, in Teilen, 38 Millionen, davon war die Rede, an terroristische Organisationen der Hamas und anderer fließt. Ich habe Sie heute im Ausschuss aufgefordert, stoppen Sie endlich den Geldfluss, mit dem der deutsche Steuerzahler die Terroristen in Palästina finanzieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das darf aus Deutschland schon gerade nicht sein. Die Europäer, das Europäische Parlament hat da klug entschieden und wir, für meine Begriffe, lassen da jegliches Handeln vermissen. 200 Tote auf beiden Seiten, über 3000 Raketen auf Israel. Diese Terrorakte müssten nicht nur
schleunigst beendet werden, sondern wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass nicht die Nachbarländer mit reinbezogen werden. Sie wissen, es gab erste Raketenangriffe aus dem Libanon, die zum Glück nicht in Israel gelandet sind, und auch in Syrien rumort es. Es muss gelingen, die Eskalation zu stoppen und eine weitgehende Internationalisierung des Konfliktes, das ist das Allerwichtigste, den Ausbruch, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Das liegt im Interesse der Weltpolitik, das liegt auch im deutschen Interesse. Aber die Frage ist neben Sprechblasen und immer wiederholten Forderungen, was wir selber dazu tun können. Und ich erwähnte es gerade, da hilft es nichts, wenn Herr Bojans Mitsprache beansprucht, sondern ich glaube, dass wir die Instrumente nutzen müssen, die wir haben. Und wir haben, wenn auch nicht so öffentlich, eher in den stillen Kanälen der Diplomatie, diese Möglichkeiten seit vielen Jahren, und übrigens die Israelis schätzen sie. Wir haben einen Bundesnachrichtendienst, der mit allen Seiten sprechen kann. Und Sie erinnern sich vielleicht vor einigen Jahren an den von dem Bundesnachrichtendienst vermittelten Gefangenenaustausch, dass wir dort enge Beziehungen, gute Gesprächspartner, wichtige Gesprächspartner haben und da auch Erfolge erzielen können. Aber nochmal, außer großspurigen Sprechblasen, dass wir einen Drei-Stufen-Plan jetzt entwickeln wollen und Ähnliches. Die Deutschen entwickeln einen Drei-Stufen-Plan. Da wird man in Tel Aviv und Jerusalem genau zuhören, was sie da vorzuschlagen haben, und in Washington sowieso. Das ist meines Erachtens der falsche Weg, sondern wir müssen die Instrumente, das Besteck nutzen, was uns wirklich zur Verfügung steht. Und diese Instrumente haben wir, meine Damen und Herren. Was mich am meisten irritiert, ist das lange Schweigen aus Washington. Der von Ihnen so hochgeschätzte Präsident Biden hat Tage gebraucht, um überhaupt reagieren zu können. Und übrigens stelle ich fest, in Zeiten eines US-Präsidenten Donald Trumps wurden Friedensgespräche und Friedensabschlüsse getätigt. In den jüngsten Tagen eines jüngst gewählten US-Präsidenten Biden wird sofort wieder geschossen. Am besten schlagen Sie den auch noch für den Friedensnobelpreis vor. Handlungsspielräume, ich habe gerade gesagt, ist das, was wir brauchen. Die deutschen Instrumente einsetzen, die wir haben. Und nochmal, sie funktionieren nur über die stillen Kanäle und sie sind durch öffentliche Phrasen nicht zu begleiten. Das ist deutsche Außenpolitik, das wäre deutsche Außenpolitik, Fingerspitzengefühl und Realitätssinn. Und im Übrigen das, was die AfD schon lange Zeit gefordert hat, nämlich, dass sie sich bemühen, im internationalen Konzert eines zustande zu bringen, was seit Jahren überfällig ist. Einige Kollegen im Hause unterstützen diese Idee. Schaffen Sie eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten oder Orient. Bringen Sie die Player zusammen und unter Einbeziehung des Palästina-Problems mit Israel beginnen Sie einen langen, jawohl, einen langwierigen Prozess hin zu einer gesamten Friedenslösung für den Mittleren und Nahen Osten. Das wäre eine deutsche außenpolitische Perspektive, meine Damen und Herren. Dankeschön. Dr. Johann Wadephul, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es richtig, dass das Hohe Haus heute zu Beginn dieser Tagung zusammenkommt und sich damit auch der gemeinsamen Verantwortung gegenüber den Juden und gegenüber Israel bewusst wird. Und das möchte ich schon sagen, Herr Kollege, wenn Sie hier eine Rede halten wollten, wo Sie dieser Verantwortung auch gerecht werden wollten, dann kann ich Sie nur aufrufen, einfach in den eigenen Reihen zu beginnen. Jede Relativierung der schlimmsten Zeit unter deutscher Verantwortung, wo Juden Schlimmes angetan wurde, jede Relativierung verbietet sich. Das war kein Fliegenschiss, das waren schlimme Verbrechen, und fangen Sie einfach in Ihren eigenen Reihen an. Während wir hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, debattieren, heulen in Tel Aviv, in Ashdod, in Ashkelon und vielen anderen Orten Israels die Sirenen. Das Land leidet unter dem schlimmsten Raketenbeschuss seit 2014. Circa 3.500 Raketen sind in den vergangenen 10 Tagen in Israel, in Richtung Israel abgeschossen worden. Und wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, während des Gaza-Krieges 2014, der dauerte 51 Tage, wurden 4.400 Raketen abgeschickt. Damals wie heute völlig wahllos, unter Inkaufnahme ziviler Opfer, jüdischer, muslimischer und christlicher. Dieser Terror, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht hinnehmbar. Terror gegen Zivilbevölkerung kann weder Mittel
kann weder Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele sein, noch kann er Mittel zum Zweck interner politischer Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen bei den Palästinensern sein. Und deswegen verurteilen wir diese anhaltenden Terrormaßnahmen aufs Schärfste und sagen ganz klar, der Deutsche Bundestag steht an der Seite Israels. Israel hat jedes Recht, sich gegen diesen Terror zu verteidigen. Mehr noch, es hat die Pflicht, sich selbst und seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Darum sind gezielte israelische Luftangriffe legitim, die die Raketenschussanlagen, ihre Produktionsstätten und die terroristische Infrastruktur der Hamas zerstören. Denn die Hamas benutzt diese Angriffe wohl als willfähriges Werkzeug auch anderer Mächte aus der Region, nur auf zynische Weise in ihrem innerpalästinensischen Kampf und nimmt Leibkosten, Leib und Leben, Risiko für die eigene Bevölkerung wie für die israelische Bevölkerung in Kauf. Das ist unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen. Und deswegen sind wir dankbar, dass Israel geschützt wird durch den Iron Dome. Wir sagen als Deutsche gerade den Vereinigten Staaten von Amerika Dank für diese praktische Unterstützung, für diese praktische Hilfeleistung Israels. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich brauche hier niemandem zu erzählen, was es bedeutet, historische Verantwortung für Jüdinnen und Juden zu tragen und dafür, dass diese in Deutschland und anderswo, insbesondere auch in Israel, sicher leben können. Für uns als CDU-CSU-Fraktion, aber ich glaube für den großen Teil des Deutschen Bundestages, gilt das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 vor der Knesset gesagt hat. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Frau Bundeskanzlerin, mit diesem Satz haben Sie einen Maßstab gesetzt, auf den wir stolz sind. Und das bedeutet, dass Israel sich auch unabhängig von demokratischen Wahlen in Deutschland darauf verlassen kann, dass Deutschland an der Seite Israels steht. Das bedeutet, dass wir uns an der Seite Israels positionieren und dass wir sie unterstützen und dass dazu auch Rüstungskooperation gehört. Und deswegen ist es an der Stelle, muss man an der Stelle auch klar und konkret sein. Wer Israels Sicherheit gewährleisten will, muss auch zu Rüstungskooperation bereit sein. Und deswegen ist es wünschenswert, dass diejenigen, die das höchste Staatsamt in Deutschland anstreben, an der Stelle auch klar sind und nicht relativieren. Und an der Stelle brauchen wir nicht innerparteiliche Konsensformulierungen, sondern klare außenpolitische Bekenntnisse. Wer für Deutschland Verantwortung nehmen will, muss auch zu Rüstungskooperationen bereit sein, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und in der Tat bedeutet das auch, dass man keine missverständlichen Äußerungen hinsichtlich einer Einflussnahme auf israelische Politik machen sollte. Das sollten Deutsche wirklich nicht anstreben. Das wäre wirklich verkehrt. Herr Kollege Wadephul, vielen Dank. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der Präsident mahnt zu Recht, die Zeit dieser Rede ist um. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Graf Lambsdorff, FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich es ein sehr gutes Zeichen finde, dass Sie an dieser Aktuellen Stunde teilnehmen. Das ist ein gutes Zeichen an unsere Freunde in Israel. Danke, dass Sie da sind. Ich habe in der letzten Woche die Synagoge in meinem Wahlkreis in Bonn besucht. Die Synagoge war Gegenstand eines Angriffs, ist mit Steinen beschmissen worden. Vor ihrer Tür sind israelische Fahnen verbrannt worden. Es sind antisemitische Beleidigungen geschrien worden. Und die Vorsteherin der jüdischen Gemeinde sagte uns, wir waren mit mehreren da, parteiübergreifend, dass sie nicht mehr wisse, ob am Schabbat die Gläubigen noch kommen würden aus Angst vor solchen Übergriffen. Meine Damen und Herren, sowas versetzt einem einen Stich ins Herz. Sowas versetzt einem einen Stich ins Herz. Ich will das hier deutlich sagen. Wer
Steine auf Synagogen wirft, wer auf offener Straße wüste antisemitische Beleidigungen schreit, wer israelische Fahnen verbrennt, der versucht unter falschem Vorwand Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden zu verbreiten, das ist ein Angriff auf unsere freiheitlichen Werte, dem wir geschlossen entgegentreten müssen. Und es gibt kein einziges Ereignis im Nahen Osten, das derlei rechtfertigen würde. In den letzten Tagen, wir haben es gehört, wurden über 3000 Raketen aus Gaza in Richtung Israel abgefeuert. Es kam zu Gegenangriffen. Wir haben inzwischen über 200 Tote. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, am Himmel leuchtet die Hölle. Und wer die Bilder des israelischen Nachthimmels gesehen hat, weiß auch warum. Wir machen uns manchmal nicht klar, was das eigentlich für die Menschen ganz konkret bedeutet. Israel ist ein Land mit einer Fläche kleiner als Hessen. Machen wir uns einmal einen Moment klar, was es bedeuten würde, wenn 3500 Raketen auf ein Land zwischen Kassel und Darmstadt abgefeuert würden, von denen ca. 500, 600, 700 auch durchkommen und einschlagen. Da wohnen weniger Menschen in Israel als in Baden-Württemberg. Was würde es denn bedeuten, wenn zwischen Heidelberg und Konstanz derlei geschehe, in Wohngebäuden, auf Marktplätzen, neben Schulen schlagen Raketen ein? Das ist doch eine Situation, in der es nur eine ganz klare Aussage geben kann aus der Bundesrepublik Deutschland. Israel hat ein Recht, sich gegen diese Angriffe zu verteidigen. Und da gibt es keine zwei Meinungen. Es hat mich ehrlich gesagt traurig gemacht, dass es eine Weile gedauert hat, bis Sie, Herr Maas, bis auch Frau Baerbock, genau so klar sich geäußert haben, wie es erforderlich gewesen wäre von Anfang an. Aber Sie haben das korrigiert. Ich begrüße das. Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn der Parteivorsitzende der SPD, Herr Norbert Walter-Borjans, ein Junktim zwischen unserer Unterstützung für Israel und der Mitsprache bei der Verteidigung des Landes Israel etablieren will. Das ist anmaßend, deplatziert und geschichtsvergessen, meine Damen und Herren. Willy Brandt ist im Gedenken an den Horror des Warschauer Ghettos auf die Knie gefallen. Jetzt, wo Raketen auf Israel niedergehen, ist Norbert Walter-Borjans dem jüdischen Staat in den Rücken gefallen. Quo vadis, SPD, kann ich nur sagen. Wo führt diese Politik hin? Was können wir jetzt tun? Jetzt geht es erstmal um schnelle Deeskalation. Es müssen weitere Opfer verhindert werden. Ich begrüße, dass der EU-Sondergesandte Koopmans entsandt worden ist. Ich hoffe, er hat ein umfassendes Mandat, um gemeinsam mit den USA daran zu arbeiten, die Ausweitung der Gewalt zu verhindern. Wir haben vom Drohnenabschuss an der jordanischen Grenze gehört. Wir haben von 6 Raketen gehört, die aus dem Libanon Richtung Israel abgeschossen wurden. Eine Ausweitung der Gewalt hätte wirklich fatale Folgen. Wir müssen aber auch über die Ursachenbekämpfung reden. Die Zuspitzung hat dazu geführt, dass wir wieder hinschauen. Die internationale Gemeinschaft, die da hinschaut, auch die US-Administration wieder hinschaut. Denn das ist unabdingbar. Ohne die USA wird es eine nachhaltige Lösung des Konflikts nicht geben können. Und die jüngste Annäherung Israels an mehrere Länder in der arabischen Welt sehe ich persönlich als Hoffnungsschimmer an. Deswegen sage ich für die Freien Demokraten, dass es richtig wäre, Mitte dieses Jahres, im Juni, in wenigen Wochen, wenn Joe Biden nach Europa kommt, einen Gipfel zur Lage im Nahen Osten zu veranstalten, unter Einbezug des Quartetts, unter Einbezug der relevanten regionalen Akteure wie Jordanien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Saudi-Arabien. Ich glaube, das ist notwendig, um neuen Schwung in die Gespräche zu bringen, vorausgesetzt die Kampfhandlungen enden. Und meine Damen und Herren, eines ist auch klar. Der massive Beschuss Israels, den wir in den letzten Tagen gesehen haben, wäre ohne die Unterstützung des radikal-islamischen Regimes in Teheran nicht möglich gewesen. Deswegen müssen wir auch die Befürchtungen Israels... Herr Flamsdorf, auch Ihre Redezeit ist abgelaufen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Deswegen müssen wir die israelischen Befürchtungen in Bezug auf die iranische Politik auch ernst nehmen. Wir haben eine besondere Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel. Das Signal dieser Aktuellen Stunde sollte sein, dass wir uns dieser Verantwortung voll bewusst sind. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gregor Gysi, Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe Schwierigkeiten mit Menschen, die nur die Rechte Palästinas oder nur die Rechte Israels sehen. Frieden und Lösungen gibt es nur mit beiden Seiten.
Es stimmt nicht, dass die Hamas keinen Grund für die Raketenangriffe hatte. Es gab aber keinen, der die Angriffe rechtfertigte. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat 3 Wahlen nicht gewonnen und nicht verloren und ein Strafverfahren am Hals, das verunsichert. So entschloss er sich zu Einschränkungen für Palästinenser an deren heiligen Tempelberg und zu Beginn der Zwangsräumung eines palästinensischen Viertels in Jerusalem. Dieses Viertel hat die UNO 1956 mit Absicherung Jordaniens den Palästinensern zur Verfügung gestellt. Die Grundbücher wurden allerdings nicht geändert, worauf sich Netanyahu beruft. Trotzdem war und bleibt das Vorgehen politisch und moralisch eine Provokation. Netanyahu muss das gewusst haben, was das auslösen kann, aber der Job war ihm wohl wichtiger. Warum sind die akreten Angriffe der Hamas auf Israel trotzdem durch nichts zu rechtfertigen? Auch wenn man von einem Krieg ausgeht, dürfen nur militärische, niemals zivile Ziele angegriffen werden. Das ist der Hamas aber völlig egal. Sie schießt wild auch in Städte Israels und trifft Zivilisten. Israel hat selbstverständlich ein Selbstverteidigungsrecht. Aber Bombardierungen von dicht besiedelten Wohngebieten sind ebenso völkerrechtswidrig. Bei beiden Seiten muss das aufgeklärt werden. 1947 fasste die UNO einen Beschluss und wollte die Staaten Israel und Palästina gründen. Die Verwaltung von Jerusalem und Bethlehem sollte international erfolgen. Die arabischen Staaten lehnten den Beschluss ab. Israel wurde gebildet, alles andere geschah nicht. Israel wehrte sich erfolgreich gegen den damaligen Krieg arabischer Staaten gegen Israel. Die Osloer Vereinbarungen zwischen Israel und den Palästinensern brachten aber eindeutig zum Ausdruck, dass der damalige palästinensische Präsident Arafat Israel endlich anerkannte und die Palästinenserinnen und Palästinenser einen eigenen Nationalstaat wollen. Gespräche zwischen Arafat und Rabin verliefen erfolgreich, dann aber wurde Rabin durch einen Israeli erschossen, eine blanke Katastrophe für die weitere Entwicklung. Zurzeit ist die Lage für die Palästinenserinnen und Palästinenser völlig perspektivlos. Das eskaliert sie. Beide Seiten sind festgefahren. Sowohl Fatah als auch Hamas sind erfolglos. Aber die Hamas wird bei den Palästinensern immer beliebter, weil sie als Widerständiger gilt. Warum verschaffen die israelische Regierung, die westliche Regierung, auch unsere Regierung, der Fatah keine Erfolge, damit sie im Ansehen ihrer Bevölkerung wieder steigt? Im Gegenteil, die israelische Regierung plante sogar 30% des Westjordanlandes juristisch zu annektieren. Statt Waffen an die Türkei, Saudi-Arabien, Israel und viele andere Staaten zu liefern, statt an Kriegen zu verdienen, sollte die Bundesregierung gerade wegen unserer historischen deutschen Verantwortung einen Beitrag zur Lösung des Nahostkonflikts leisten. Und zwar für einen souveränen und sicheren Staat Israel und für einen souveränen und sicheren Staat Palästina im Rahmen der Grenzen von 1967. Auch für Jerusalem gibt es eine Lösung. Selbstverständlich müssen wir unser Demonstrationsrecht hüten. Aber ich sage es ganz klar, antisemitische Parolen, das Verbrennen der israelischen Fahne, das sind Straftaten, die streng zu verfolgen sind. Man darf die israelische Politik und Regierung kritisieren, aber Menschen niemals wegen ihrer Religion oder Nationalität verfolgen. Menschen sind nach ihrem Charakter, nach dem, was sie tun und unterlassen, zu beurteilen, nach nichts anderem. Es gibt zum Beispiel scharf zu verurteilende Islamisten, aber niemals dürfen sie mit allen muslimisch Gläubigen gleichgesetzt werden. Ich bin es leid, dass Jüdinnen und Juden abgelehnt werden, nur weil sie Jüdinnen und Juden sind. Ich bin es leid, dass Musliminnen und Muslime abgelehnt werden, nur weil sie Musliminnen und Muslime sind. Ich bin es leid, dass wieder Christinnen und Christen abgelehnt werden, nur weil sie Christinnen und Christen sind. Ich bin es leid, dass Angehörige anderer Religionsgemeinschaften abgelehnt werden, nur weil sie Angehörige dieser Religionsgemeinschaften sind. Und ich bin es leid, dass nicht religiöse Menschen abgelehnt werden, nur weil sie nicht religiös sind. Was wir im Nahen Osten brauchen, sind 2 sichere Staaten mit einer politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen und moralischen Perspektive. Einmal für die Israelis und einmal für die Palästinenserinnen und Palästinenser, damit es endlich im Interesse aller Menschen dort Frieden gibt. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Omnit Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Vorbemerkung zu den Ausführungen der AfD. Seit Jahren ist kein Vertreter von demokratischen Institutionen des Staates Israel bereit, mit Ihnen sich auch nur zu treffen und mit Ihnen zu sprechen. Ich glaube, das sagt alles über die Show, die Sie hier abziehen, als angeblich diejenigen, die nicht bereit sind, die angeblich jetzt für die Sicherheit Israels stehen. Meine Damen und Herren, Angriffe auf Synagogen, das Verbrennen von israelischen Flaggen, unsägliche Beschimpfungen von Menschen jüdischen Glaubens bei Demonstrationen, Aufrufe zur Vernichtung Israels, diese Geschehnisse der letzten Tage in unserem Land sind abscheulich, und wir als Demokratinnen und Demokraten sind verpflichtet, alles dafür zu tun, damit dieser Hass, diese Gewalt zurückgewiesen wird. In unserem Land gibt es keinen Platz für Antisemitismus, egal von welcher Seite, keinen Zentimeter. Das jüdische Leben in Deutschland ist leider keine Selbstverständlichkeit. Dass nach der Katastrophe der Shoah Jüdinnen und Juden sich wieder in Deutschland niedergelassen haben, erfüllt uns mit Dankbarkeit, dass sie in ihrer Heimat keine Angst haben müssen. Das ist unsere aller Aufgabe. Es gibt keine Rechtfertigung für Antisemitismus, nirgendwo, und genauso gibt es auch keinerlei Rechtfertigung für den Raketenterror der Hamas gegen Israel. Dies ist absolut inakzeptabel und muss sofort beendet werden. Und natürlich hat Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diese Angriffe verhältnismäßig zu verteidigen. Die Meldungen von toten Zivilisten auf beiden Seiten sind bestürzend. Mir geht das Bild eines israelischen Vaters, der sein wochenaltes Kind in den Armen hält, in einem Straßengraben, um das Kind gegen die Angriffe der Raketen der Hamas zu schützen, nicht aus dem Kopf. Genauso wenig geht mir aus dem Kopf, wie palästinensische Familien auf engstem Raum in UN-Schulen in Gaza versuchen, Schutz zu finden, weil sie sich vor Raketenangriffen fürchten. Niemand sollte mit der Angst leben müssen, Ziel eines Raketenangriffs zu werden, besonders nicht die Jüngsten und Schwächsten der israelischen und palästinensischen Gesellschaft. Deshalb ist das dringlichste Ziel der Zeit eine sofortige Waffenruhe, um es mit den Worten des US-Präsidenten Joe Biden zu sagen: Palästinenser und Israelis verdienen gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit. Zitat Ende. Diese Sicherheit ist mit dem Status quo und ohne eine belastbare Friedenslösung auf Dauer nicht erreichbar. Der Glaube aber an diese Friedenslösung ist in den letzten Jahren zu oft geschwächt worden. Annexionspläne der israelischen Regierung, völkerrechtswidriger Siedlungsbau oder illegale Enteignungen in Ostjerusalem und im Westjordanland sind Hindernisse auf dem Weg zum Frieden. Die von Extremisten geschürten zunehmenden Feindseligkeiten zwischen jüdischen und arabischen Israelis gefährden zudem den gesellschaftlichen Frieden. Die erneute Absage der ersten palästinensischen Wahlen nach 15 Jahren durch Präsident Abbas ist extrem kontraproduktiv. Der Terror der Hamas und des islamischen Dschihads sind klare Hassbotschaften sowie eine Absage an eine Friedenslösung. Vor diesem Hintergrund ist es leicht zu sagen, es sei naiv, einfach an einer Friedenslösung, an einer Zwei-Staaten-Regelung festzuhalten. Dem will ich entgegenhalten. Naiv ist zu glauben, dass der Status quo auf Dauer hält. Die Sicherheit Israels und der Wunsch der Palästinenser nach einem Leben in Würde gibt es nur mit einer belastbaren Friedenslösung. Eine beherzte Initiative der EU in Abstimmung mit den amerikanischen Bemühungen ist das, was dringend gebraucht wird. Die Vermittlungsversuche des EU-Sonderbeauftragten Koopmans sind ein Schritt in die richtige Richtung, müssen aber dringend verstärkt werden. Die überfällige Forderung des Außenministers nach einer Beteiligung des sogenannten Nahostquartetts aus USA, Russland, UN und EU unterstützen wir. Meine Damen und Herren, Yitzhak Rabin, Ruhe in Frieden, hat einmal gesagt: Euch, den Palästinensern, sage ich, ihr und wir sind beide dazu verurteilt, zusammenzuleben auf demselben Stück Erde. Zitat Ende. An dieser Wahrheit hat sich bis heute nichts geändert, und es wird sich auch nichts daran ändern. Die Existenz und die Sicherheit Israels als nationale Heimstätte des jüdischen Volkes mit gleichen Rechten für alle seine Bürger sind unverhandelbar. Dazu stehen alle Demokratinnen und Demokraten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Nächster Redner ist der Kollege Dirk Wiese, SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bilder der jüngsten Eskalation in Israel schockieren. Der Raketenbeschuss der Hamas auf Israel dauert an. Israel hat, und das sage ich ganz deutlich, das Recht auf Selbstverteidigung. Auf beiden Seiten sind viele, zu viele zivile Opfer zu beklagen. Die Lage ist so dramatisch wie schon seit Jahren nicht mehr. Die internationale Gemeinschaft ist gefordert, sich wieder stärker einzubringen und zu engagieren. Kolleginnen und Kollegen, wir stehen eng an der Seite Israels und der israelischen Bürgerinnen und Bürger bedingungslos. Was wir in den vergangenen Tagen allerdings in Deutschland sehen mussten, das war für mich mehr als besorgniserregend. Angriffe auf Synagogen, das Skandieren antisemitischer Parolen auf Demonstrationen, die Verbrennung israelischer Flaggen, die Bedrohungen gegenüber Jüdinnen und Juden. All dies verurteilen wir als SPD-Bundestagsfraktion auf das Schärfste. Und ich sage es ganz deutlich, wer unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung ganz offen und unverhohlen Hass und Hetze verbreitet, verlässt den Boden unseres Grundgesetzes und gehört bestraft. Und dabei ist es mir vollkommen egal, ob jemand hier geboren wurde oder eingewandert ist. Die Widerwärtigkeit des Antisemitismus und Antijudaismus zeigt sich seit 2000 Jahren in immer neuen Formen, in immer neuen Abscheulichkeiten. Bei neuen und alten Nazis, auf sogenannten Querdenker-Demos, aber auch bei Zuwanderern. Anita Lasker-Wallfisch hat es am 31. Januar 2018 hier an diesem Pult im Deutschen Bundestag in der Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Antisemitismus ist ein 2000 Jahre alter Virus, anscheinend unheilbar. Immer gibt es andere Gründe, Religion, Rasse. Nur sagt man heute nicht unbedingt Juden. Heute sind es die Israelis, ohne wirklich die Zusammenhänge zu verstehen oder gar zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Zitat Ende. Was wir in den letzten Tagen sehen konnten, das war keine kritische Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik eines Landes. Das, was wir beobachten konnten, war und ist offen zur Schau getragener Antisemitismus. Es wird die Existenz eines ganzen Landes infrage gestellt. Hier entlädt sich Hass in widerwärtiger Art und Weise auf Menschen jüdischen Glaubens im Ganzen. Denen, die da auf unseren Straßen und Plätzen unterwegs waren, denen rufe ich ganz deutlich und unmissverständlich zu. Die Existenz des Staates Israel ist nicht verhandelbar. Die Sicherheit des Staates Israel ist Teil deutscher Staatsräson. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat anlässlich des Festjahres 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland vor kurzem noch erinnert: Die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen. Das zu gewährleisten, das ist Auftrag aus 1700 Jahre Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland. Wenn sich jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger aber eben nicht sicher fühlen und Angst haben, eine Kippa oder eine Kette mit dem Davidstern zu tragen, dann muss ich sagen, sind wir leider eben nicht vollkommen bei uns. Ich frage mich, wie können wir dieser, ja unserer historischen Verantwortung über Solidaritätsbekundungen hinaus gerecht werden? Wir beginnen bei uns zu Hause und füllen das nie wieder mit Leben. Wir müssen gemeinsam diesen allgegenwärtigen Antisemitismus in Deutschland weiter vehement bekämpfen und ihm eine Politik des Zusammenhalts, nicht der Spaltung entgegensetzen. Und das heißt konkret: Wer Jüdinnen und Juden antisemitisch beleidigt, der soll zur Verantwortung gezogen werden und bestraft werden. Justizministerin Christine Lambrecht schlägt deshalb richtigerweise vor, die Rechtslücke zwischen Beleidigung und Volksverhetzung zügig zu schließen. Auch sind Vereinsverbote zu prüfen und zu vollziehen, wenn sie im Zusammenhang mit den Angriffen stehen. Wir müssen deutlich machen, dass sich die Wehrhaftigkeit der Demokratie in der Praxis ausdrückt und sich immer wieder aufs Neue in der Praxis beweist. Und neben der aktiven Durchsetzung des Rechtsstaates mit all seinen Möglichkeiten setzen wir daher auch auf eine wichtige und entscheidende Präventionsarbeit. Wir müssen gemeinsam unsere Demokratie stärken.
Wenn wir konsequent gegen Antisemitismus, Extremismus und Rassismus vorgehen wollen, braucht es eine Gesamtstrategie und einen langfristigen Ansatz. Mit dem Wehrhafte Demokratiegesetz sollen gerade zivilgesellschaftliche Initiativen in ihrem täglichen Engagement endlich die Planungssicherheit bekommen, die sie auch brauchen. Das muss auf Dauer angelegt sein. Und die Bekämpfung dieser spaltenden Tendenzen, sie ist nämlich eine dauerhafte Aufgabe, die uns fordert. Und lieber Ralf Brinkhaus, lieber Alexander Dobrindt, wo wir hier gemeinsam sind, lassen Sie uns deshalb ein wichtiges Signal setzen mit diesem Wehrhafte Demokratiegesetz vor dem Ende der Legislaturperiode, um dem Kampf für die Demokratie gegen jedwede Form von Extremismus auf den Weg zu bringen. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Ja, Sie sind, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dr. Anton Friesen, AfD, der nächste Redner. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger. Die radikal-islamische Terrororganisation Hamas beschießt Israel mit Tausenden von Raketen. Arabische Mobs in Israel wie in Deutschland bestürmen Synagogen, schreien Lösungen, wie wir sie nur aus den dunkelsten Jahren der deutschen Geschichte kennen, und machen Jagd auf Juden. Was war passiert? Die drohende Enteignung muslimischen Besitzes in Ostjerusalem, bis 1948 jüdisches Eigentum von Palästinensern geraubt, wie Michael Wolfson schreibt, und die Ausschreitungen rund um die Al-Aqsa-Moschee, welche von israelischen Kräften genauso wie andere heilige Stätten geschützt wird, um den Zugang der Gläubigen zu gewährleisten. Was sind die Reaktionen? Der sozialistische UN-Generalsekretär Guterres rief alleine Israel dazu auf, maximale Zurückhaltung zu üben, und erwähnte den Terror der Palästinenser mit keinem einzigen Wort. Die USA unter der vermeintlichen Lichtgestalt Joe Biden hüllen sich wie die Europäer in Schweigen. China stellt einen israelkritischen Vier-Punkte-Plan vor, und der Möchtegern-Sultan vom Bosporus stachelt Antisemiten in Deutschland auf und will Israel eine Lektion erteilen. Das alles passt ins Bild einer israelfeindlichen Politik dieser Bundesregierung. Bei den Vereinten Nationen stimmte der Botschafter und Merkel-Vertraute Christoph Heusken regelmäßig Resolutionen zu, die Israel einseitig verurteilen. Allein 2020 hob er 13 Mal die Hand, um gegen die einzige Demokratie im Nahen Osten zu stimmen. In der Mitarbeiterzeitschrift des Auswärtigen Amtes dürfen Mitarbeiter dieser ehrwürdigen Institution, die die Lobbygruppierung Diplomats of Color gegründet haben, ein Straßenschild, das den Namen des jüdischen Nazi-Widerstandskämpfers Bernhard Weiß trägt, mit einem George Floyd-Schriftzug überkleben. Man merke, Black Lives Matter-Anhänger sind Rassisten immer und überall. Herr Maas, wenn Sie nicht einmal in Ihrem eigenen Hause Antisemitismus verhindern können, dann sind Sie als Außenminister eine völlige Fehlbesetzung. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag macht ernst mit der Bekämpfung von Antisemitismus und steht an der Seite Israels unter Berücksichtigung einer Friedenslösung für die Palästinenser. Unsere Anträge zum Verbot der BDS-Bewegung, die als Anmelderin der Demos für die antisemitischen Eskalationen verantwortlich ist. Unsere Anträge zum Verbot der Hezbollah, der Muslimbruderschaft und ihrer Ableger in Deutschland und für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und Israel zeugen davon. Deutschland kann und sollte seine guten Beziehungen zu Israel und zur arabischen Welt nutzen, um als Vermittler für die Einberufung einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten für Frieden und Verständigung zu sorgen. Wir können Friedensprozesse anstoßen. Der Frieden selbst muss jedoch von den Israelis und von den Palästinensern unter Berücksichtigung der Regionalmächte und Nachbarn erreicht werden. Wofür diese Bundesregierung allerdings unmittelbar Verantwortung trägt, ist die Lage bei uns hier in Deutschland selbst. Wir müssen den Antisemitismus-Import aus der islamischen Welt stoppen. Anstatt Millionen von muslimischen Migranten ins Land zu lassen, von denen viele ihren Hass auf Israel, auf die Juden mit der Muttermilch aufgesogen haben. Israel wird am Brandenburger Tor verteidigt. Vielen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Jürgen Hart, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Rede meines Vorredners möchte ich nur anmerken, den Versuch zu unternehmen, das ernsthafte Problem von Antisemitismus immer noch in Deutschland zu reduzieren auf Einwanderer islamischen Glaubens, ist eine perfide Versuch, das Problem wegzuschieben. Und wir müssen uns schon der Frage zuwidmen, warum es uns heutzutage in Deutschland immer noch schwerfällt, den Jüdinnen und Juden ein Leben zu ermöglichen, wie wir uns das von uns allen wünschen. Ich finde es beschämend, dass in Deutschland eine christliche Frau oder ein christlicher Mann selbstverständlich sein Kreuz um den Hals tragen kann, dass eine muslimische Frau mit einem Kopftuch rumlaufen kann, aber dass Juden in Deutschland immer noch sich gut überlegen müssen, ob sie mit der Kippa über die Friedrichstraße laufen. Und das finde ich in Deutschland ein echtes Problem. Unser Mitgefühl, mein Mitgefühl gilt den vielen Menschen in Israel, die jetzt seit vielen Nächten bereits jede Nacht aus dem Schlaf gerissen werden, in Schutzbunker gehen müssen und teilweise in ihrem Hab und Gut und in ihrem Leib und Leben auch gefährdet und beschädigt werden. Ich denke als Wuppertaler besonders an die Menschen in Beersheba. Das ist ja eine Stadt, die auch besonders exponiert ist. Und ich bin in Gedanken bei den Freunden in Israel. Ich bin natürlich auch in Gedanken bei den unschuldigen Opfern auf der palästinensischen Seite. Aber für mich gibt es keinen Anlass, eine äquidistante Position zu diesem Konflikt einzunehmen. Denn die politische Bewertung ist für mich eindeutig. Wer mehrere tausend Raketen auf zivile Menschen schießt, begeht klar einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Wer sich dagegen legitim militärisch zur Wehr setzt, genießt den Schutz des Völkerrechts, denn das ist eine legitime Maßnahme. Und deswegen steht in dieser Frage meine Meinung, meine Fraktion ganz klar auf der Seite Israels. Und der Staat Israel braucht auch keine Belehrung von uns, wie man das mit der Sicherheit wohl anders oder besser machen könnte. Ich glaube, dass es in Israel ganz schlecht ankommt, wenn gerade Deutsche meinen, sie müssten Israel Ratschläge geben, wie mit diesem Konflikt umgegangen werden muss und wie man sich gegen solche Angriffe zur Wehr setzt. Und deswegen ist das, was der SPD-Vorsitzende dazu vorgestern abgelassen hat, meines Erachtens ein Tiefpunkt. Und ich hoffe nur, dass man in Israel gar nicht so genau weiß, wer Walter Borjans ist und dass es deswegen nicht zu einer echten Verstimmung der Beziehungen kommt. Was jetzt erforderlich ist, ist natürlich ein Waffenstillstand. Das ist das allererste, was geschehen muss. Und ich hoffe, dass die Erwartung, dass das doch möglicherweise in den nächsten 48 Stunden in diese Richtung gehen könnte, sich bestätigen. Ich möchte auch die Frage aufwerfen, wie es eigentlich sein kann, dass die Hamas im Gazastreifen offensichtlich über Sprengstoff, über Raketenbauteile verfügt, um diese weit über 3000 Raketen abzuschießen. Vermutlich haben sie ja noch viel mehr im Sortiment. Auch dieser Frage muss man nachgehen, wo kommen diese Waffenteile eigentlich her und wer ist dafür verantwortlich? Diese Aufgabe können wir nicht alleine den israelischen Sicherheitskräften überlassen. Das bedarf einer internationalen Anstrengung. Zum Thema Friedensvermittlung möchte ich nur anmerken. Ich finde es selbstverständlich richtig, dass man einen Weg sucht, eine diplomatische Lösung herbeizuführen. Wir haben nur so viele gut gemeinte Friedensinitiativen in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und immer wenn das dann scheitert, dann ist die Enttäuschung und Frustration bei den jungen Menschen in Palästina und in Israel gleichermaßen groß. Und deswegen muss man sehr sorgfältig so etwas vorbereiten und darf den Enthusiasmus nicht in den Vordergrund stellen, sondern den kühlen Verstand, damit man es zu Erfolg führt. Jetzt möchte ich zum Schluss noch eine Sache ansprechen, die mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Wir haben vom türkischen Staatspräsidenten, er hat es selbst verkündet, dass er das in einem Telefonat mit Putin so ausgeführt hat, die Auffassung vertreten, man müsse Israel eine Lektion erteilen. Er hat sich in einem anderen Zusammenhang, und das hat der amerikanische Präsident Joe Biden als antisemitisch bezeichnet, und ich schließe mich dieser Position an, in einer Art und Weise über jüdische Mentalität, wie er das glaubt, gesprochen, die wir normalerweise nur aus Goebbels Reden kennen. Ich finde es unerträglich und ich erwarte von der Europäischen Union eine gemeinsame und klare Position gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten, dass dieser Anti-Israelismus, dass dieser Antisemitismus zum Stillstand kommen muss. Und ich finde es beschämend,
dass in Deutschland leider viele Türkinnen und Türken, die türkische Sprache als Bestes beherrschen, vom türkischen Staatsfernsehen auch ein Stück weit in diese Richtung beeinflusst werden. Ich finde, wir müssen dem etwas entgegensetzen. Wir müssen in Deutschland dafür sorgen, dass Türkinnen und Türken vielleicht in ihrer eigenen Sprache auch die Wahrheit über Israel und den Palästina-Konflikt erfahren und nicht nur das, was der türkische Präsident sagt. Herzlichen Dank. Kerstin Grise, SPD, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 10 Tagen ist Israel unter Beschuss. Die Raketen der Hamas aus dem Gazastreifen zielen auf Jüdinnen und Juden und sie treffen die ganze israelische Bevölkerung. Die Bilder und Berichte von den Luftangriffen auf Israel und aus dem Gazastreifen erschrecken uns, auch mich ganz persönlich, denn ich denke oft an Freundinnen und Freunde, an Bekannte, die dort leben, an ihre Ängste, an die Nächte im Treppenhaus mit ihren Kindern, die sie dort in den Bunkern verbringen müssen. Und deshalb sage ich auch hier noch mal ganz klar, der Terror der Hamas ist aufs Schärfste zu verurteilen. Er muss sofort beendet werden. Und der Terror der Hamas ist durch nichts zu rechtfertigen oder zu relativieren. Die Hamas nutzt Zivilisten, um Waffen zu schützen. Viele Militäreinrichtungen und Abschussrampen der Hamas sind mitten in dicht besiedelten Wohngebieten, und die Menschen, die Zivilbevölkerung, werden als lebendige Schutzschilde missbraucht. Israel nutzt Waffen, um Zivilisten zu schützen. Mit dem Iron Dome kann Israel viele Raketen aus dem Gazastreifen abwehren, angesichts der Masse aber nicht alle, und Israel schützt seine Zivilbevölkerung. Das ist das Recht des Staates Israel auf Selbstverteidigung. Und für mich ist ganz klar, Deutschland unterstützt das Existenzrecht Israels ohne Bedingungen. Das ist es, was Staatsräson meint. Ich danke Vizekanzler Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas und allen, die das so klar gesagt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antisemitismus und Israel-Hass, der sich in Deutschland auf unseren Straßen zeigt, ist erschreckend. Hier muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln durchgegriffen werden. Es kann und darf nicht sein, dass Polizisten nicht eingreifen, wenn länger als eine Stunde offener Judenhass zur Schau getragen wird, so wie das vor einer Synagoge in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Das darf nicht sein. Gleichzeitig müssen wir viel stärker vorbeugend gegen Antisemitismus vorgehen. Wir wissen, dass Antisemitismus in einem kleinen Teil der Bevölkerung tief verankert ist. Ein Beispiel sind die vielen rechtsextremen Verschwörungstheorien, die im Zuge der Corona-Pandemie in den sozialen Medien und auf Querdenkertreffen verbreitet werden. Das ist mir wichtig zu sagen, weil manche sich nur dann für Antisemitismus interessieren, wenn er einen Migrationshintergrund hat und man damit den eigenen Rassismus verschleiern kann. Dieser jahrhundertealte Antisemitismus in seiner tödlichsten Form trifft jetzt auf tradierten Israel-Hass in Teilen unserer Zuwanderungsgesellschaft. Und beides können wir nicht tolerieren. Wir dulden keine Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Gedenkstätten. Wir dulden keinen Antisemitismus, auch keinen Antisemitismus, der unter dem Deckmantel der Israel-Kritik daherkommt, der Israel das Recht auf Selbstverteidigung abspricht und letztendlich das Existenzrecht des Staates Israel leugnet, dessen Entstehung, das sollten wir nicht vergessen, eine Konsequenz aus der deutschen Geschichte ist. Wir sind stolz auf unser Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit, aber Hass und Hetze sind keine Meinung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als deutsch-israelische Parlamentariergruppe stehen wir an der Seite unserer Kolleginnen und Kollegen und aller Menschen in Israel, und mein Mitgefühl gilt den zivilen Opfern auf allen Seiten. Seit über 25 Jahren reise ich regelmäßig in die Region, oft mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, und wir engagieren uns für Begegnungen, gerade von jungen Menschen aus Deutschland und Israel und Palästina. Gerade Jugendliche, die dort schon seit einer Generation immer weniger erleben, wie Begegnung und Verständigung möglich sind, brauchen eine Perspektive. Ich habe große Hochachtung vor den Initiativen, den Großen und den Kleinen, die jetzt weitermachen und ihre Bemühungen nicht abbrechen. Vielen Dank dafür. Wir merken, wie dieser Konflikt und die Eskalation der Gewalt die Zivilgesellschaften zersetzen kann und gerade den jungen Menschen dort Hoffnung und Perspektiven nimmt. In Palästina wächst eine Generation heran, die noch nie demokratische Wahlen erlebt hat. In Israel
dem einzigen demokratischen Staat in der Region, greifen sich jetzt jüdische und arabische Israelis auf der Straße gegenseitig an, und das ist eine besonders bedrückende Entwicklung. Außenminister Maas hat mit seinem Drei-Stufen-Plan deutlich gemacht, wohin es jetzt gehen muss. Erstens Schluss mit dem verbrecherischen Raketenterror der Hamas. Zweitens endlich einen Waffenstillstand und drittens dann den schwierigsten Schritt angehen, endlich eine Verhandlungslösung des Konfliktes zwischen Israel und Palästina voranbringen, denn nur so kann langfristig für Stabilität und Sicherheit gesorgt werden. Die Menschen in dieser Region brauchen die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung, denn nur dann kann Frieden entstehen, und nichts wünschen wir ihnen mehr als ein Ende der Gewalt, als Frieden und Sicherheit. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Mario Mieruch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, was ist aus unserem Land geworden? Was ist aus nie wieder geworden? Am selben Tag, an dem die Hamas das Feuer auf Israel eröffnete, twitterte unser Außenminister Maas noch darüber, man wolle die vollständige Wiederherstellung des Atomdeals mit dem Iran, eben jenem Regime, das die Hamas mit Waffen und Nachschub versorgt. Danach öffnete er die übliche Schublade seines Phrasenschrankes und rief beide Seiten zur Mäßigung auf. Er wird nicht müde, seine Verbundenheit mit Israel zu beteuern. Das Abstimmungsverhalten in der UN bezeichnete unlängst der Jüdische Weltkongress als verstörend. Das sollte uns zu denken geben. Es ist schon ein ziemlich trauriges Schauspiel, was hier abgeliefert wird, denn Worte und Taten liegen bei dieser Bundesregierung Lichtjahre auseinander. Indem sie nicht einmal Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen, verweigern sie dem Land die Anerkennung seiner Souveränität in dieser Frage. Ihre angeblichen Solidaritätsbekundungen sind in Wirklichkeit ein Zickzackkurs zwischen der einzigen Demokratie im Nahen Osten und islamistischen Fundamentalisten. Sie behandeln beide gleich, und nichts ist falscher. Entweder sind sie mit Israel verbündet oder sie sind es nicht. Wir sprechen hier nicht nur über tagespolitische Entscheidungen, sondern um grundsätzliche Linien bundesrepublikanischer Politik seit Konrad Adenauer. Diese klare Positionierung schließt nicht aus, sich dennoch auch kritisch mit den Entwicklungen und Entscheidungen vor Ort auseinandersetzen zu können. Echte Partner machen sowas. Stattdessen forderte, wie schon angesprochen, Norbert Walter Borjans ein Mitspracherecht in Israel, und der Berliner SPD-Innensenator Geisel sprach gar davon, dass erlebnisorientierte Jugendliche hier auf der Straße randalierten und bei den widerlichen Demos skandierten, man müsse Israel von der Landkarte tilgen. Was für eine Schande. Und all das reicht aber noch nicht, denn während es nur einfach unfassbar blöde ist, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Konflikt auch noch gendert, platzt einem wirklich die Hutschnur, wenn Tagesschau und heute, ZDF heute berichten, Aktivisten würden mit den Raketen ein Unterlegenheitsgefühl bekämpfen. Unfassbar. Da kann ich nur jeden Bürger auffordern, die Zahlung der Rundfunkbeiträge für solch einen unerträglichen Mist sofort einzustellen. Was derweil in den sozialen Medien abgeht, ist noch viel schlimmer. Unter fleißiger Beteiligung von Mitarbeitern unseres Gebührenrundfunkes, allein die Beispiele bräuchten eine eigene Aktuelle Stunde. Für diese Entwicklung, die Sie hier ja auch heute alle beklagt haben, sind aber Sie als Regierungsparteien ganz alleine verantwortlich, sowohl im Bund als auch auf Landesebene. In den letzten 16 Jahren, aber auch insbesondere in den letzten 6, Sie alleine hatten hier in diesen Jahren die Macht und die Befugnisse, all diese hässlichen Entwicklungen und die Szenen, die wir die letzten Tage gesehen haben, abzustellen. Passiert ist nichts. Und an die Freunde auf der rechten Seite: Ich habe vor anderthalb Jahren zum Thema Hisbollah schon mal einige traurige Beispiele aufgeführt, und ihr habt sie alle wieder aufgestellt. Ihr wollt sie alle wieder in den nächsten Bundestag schicken. Euch kann man nicht glauben. Danke. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Norbert Röttgen, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es drängt mich, etwas zur Rede des Kollegen Friesen zu sagen. Ich sage Ihnen das bewusst als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, dem Sie
angehören. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir uns nicht immer so sehr mit ihnen beschäftigen sollten, aber es drängt mich wirklich. Ich möchte Ihnen persönlich sagen, dass es unanständig ist, wenn Sie dem Bundesaußenminister oder auch unserem UN-Botschafter eine israelfeindliche Politik vorwerfen. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Und ich will Ihnen sagen, was mich noch mehr dazu drängt, Ihnen persönlich etwas zu sagen und auch Ihrer Fraktion. Sie haben hier scheinbar Position bezogen gegen den Antisemitismus. Aber wer in einem Atemzug gegen Antisemitismus Position bezieht, aber in einem Atemzug Stimmung macht hier im Deutschen Bundestag, und ich zitiere Sie sinngemäß, gegen die Einwanderung von Millionen von muslimischen Einwanderern und Flüchtlingen, der handelt unglaubwürdig. Dem ist auch der Kampf gegen den Antisemitismus nicht abzunehmen. Wer sich gegen Antisemitismus wendet und Stimmung macht gegen eine andere Gruppe, nur weil sie Muslimen sind, betreibt die Sündenbockpolitik, die wir kennen, von denjenigen, die Antisemiten sind, meine Damen und Herren. Das musste ich sagen. Ich kann mich dem anschließen, was der Bundesaußenminister gesagt hat, was meine Fraktionskollegen Jürgen Hart und Johann Wadephul gesagt haben. Ich muss es nicht wiederholen. Ich schließe mich auch an dem Appell, dass es jetzt genug ist mit der Gewalt, dass sie enden muss. Denn sie erzeugt jetzt Verletzte, Tote und nur noch politische Verlierer. Ich will mich auf einen Punkt konzentrieren. Es wird nämlich dieses Ende der Gewalt geben, morgen in den nächsten Tagen. Wir dürfen das hoffen. Wir hoffen es und wir dürfen es hoffen. Aber was ist dann? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir? Was lernen wir? Was ändern wir? Wie ist es einen Monat später? Wie ist es ein Jahr später? Und ich möchte Ihnen sagen, wir müssen etwas verändern. Hier in Europa, in Deutschland, aber auch in der Region. Wir dürfen den Grundkonflikt, der diesem Gewaltausbruch zugrunde liegt, nicht wieder ignorieren oder versuchen, ihn zu verdrängen. Denn es wird weitergehen. Wenn dieser Konflikt nicht weggeht, wird die Gewalt ausbrechen. Sie wird immer wieder kommen. Wir haben jetzt, und sie wird immer mehr werden. Wir haben jetzt zum ersten Mal, glaube ich, zum ersten Mal, in einer Weise eine gewaltsame Konfrontation zwischen Israel, zwischen arabischen und jüdischen Israelis in Israel erlebt, die es so noch nicht gegeben hat. Die Hamas führt ja den Kampf gegen Israel vor allen Dingen als innerpalästinensischen Machtkampf. Und sie hat dabei militärisch viel verloren, aber politisch gewonnen. Sie ist stärker geworden, innerpalästinensisch und innerarabisch. Es wird alles weitergehen. Wir müssen uns mit diesem Konflikt weiter beschäftigen. Und damit bin ich bei uns, bei Deutschland und bei der Europäischen Union. Und da muss ich sagen, beiden Rednern von der FDP und der Grünen-Fraktion, ich teile nicht die Zufriedenheit mit der Europäischen Union. Wenn die EU nach 9 Tagen und stundenlangen Beratungen es schafft, einen Beamten in die Region zu entsenden. Nein, die EU bietet ein Bild, das unserer Verantwortung nicht gerecht wird. Und wir sind Teil der Europäischen Union. Auch wir tun nicht das, was notwendig ist. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was es konkret heißt, an der Seite Israels zu stehen, was es konkret heißt, für Frieden etwas zu tun, alles, was man kann. Heißt das weiter so? Oder müssen wir nicht die Aufgabe deutscher Außenpolitik neu definieren? Nämlich diesen Konflikt zu einer europäischen Priorität zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung, dass wir es tun. Ich glaube nicht, und wir müssen eben realistisch sein und es nicht zu schön beschreiben, dass es eine europäische Politik von 27 Mitgliedstaaten geben wird. Die hat es schon jetzt nicht gegeben. Aber darum dürfen wir uns nicht davon abbringen lassen. Es ist unsere Aufgabe, als Deutschland und deutsche Außenpolitik zusammen mit anderen europäischen Staaten europäische Nahost- und Mittelostpolitik zu machen. Wir können nicht weiter zusehen, wie wir es 2 Jahre lang machen, dass der Libanon, selbst für seine Verhältnisse, in einer desaströsen Lage ist. Wir müssen es zu unserer Priorität machen, in einem Monat, in einem Jahr, und es wird viel Arbeit verlangen. Ich will einen zweiten Punkt ansprechen, der auch eine neue Realität ist. Wir haben nicht muslimischen Antisemitismus erlebt, aber wir haben Antisemitismus in Deutschland von einzelnen Muslimen erlebt. Auch da darf es keine Gruppenzuschreibung, sondern einzelne Verantwortung müssen benannt geben, sondern einzelne Verantwortung müssen benannt werden. Und das ist erschreckend, da darf es keinen Raum geben, und das sind Straftaten. Die meisten sind immer noch rechtsextremistisch, aber auch die hat es gegeben. Aber wir haben eine neue gesellschaftliche Realität, nämlich die, dass in türkischen und arabischen Fernsehsendern in Deutschland. Herr Kollege Röttgen,
den Satz zu Ende. In Millionen von Wohnungen und Häusern Israelfeindlichkeit und Antisemitismus nicht nur gesendet, sondern empfangen ist. Auch mit dieser gesellschaftlichen Realität in Deutschland müssen wir uns beschäftigen, außen- und innenpolitisch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dietmar Niethan, SPD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die brutalen Raketenangriffe der vom Iran unterstützten Hamas sind ein permanenter Terrorangriff auf unschuldige Menschen in Israel, der auch ganz bewusst den Tod unschuldiger Palästinenserinnen und Palästinenser in Kauf nimmt. Und angesichts dieses Terrors darf es keinerlei Zweifel geben, dass Deutschland, so wie es Olaf Scholz gesagt hat, eng an der Seite Israels und der israelischen Bürgerinnen und Bürger steht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber auch an dieser Stelle sagen, ich habe da Verständnis für, der Wahlkampf lässt grüßen, ich empfehle allen, sich einmal anzuschauen, was der SPD-Parteivorstand einstimmig am Montag als Resolution zu Israel beschlossen hat. Da können Sie alle nachlesen, dass es eine nicht konditionierte Solidarität mit Israel, ein nicht konditioniertes Bekenntnis gibt. Und ich halte es da so, wie es ist. Für mich gilt die Beschlusslage der Partei und nicht die Äußerung Einzelner. Zum Zweiten will ich sagen, weil wir ja hier in einem Wettbewerb sind, wer als schnellster den Tweet zu den Ereignissen in Israel gemacht hat. Lieber Alexander Graf Lambsdorff, du weißt, dass ich dich sehr schätze, aber wenn du dich da so sehr drauf kaprizierst und auf andere Parteivorsitzende kaprizierst, musst du dich fragen lassen, warum euer Parteivorsitzender heute hier nicht sitzt, wie es die Bundeskanzlerin getan hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal an die eindringlichen Worte der Bundeskanzlerin erinnern. Johann Wadepool hat es schon getan. Sie sagte 2008 vor der Knesset, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Das ist absolut richtig. Und seitdem sind 12 Jahre vergangen. Und heute stelle ich mir eindringlicher denn je die Frage, durchdringt diese besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels und natürlich auch die Bekämpfung des Antisemitismus unsere tägliche Politik? Oder bleibt sie eher eine Verbundenheit auf Abruf, wie es der Historiker Meron Mendel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 17. Mai so treffend auf den Punkt gebracht hat? Und in diesem Sinne möchte ich gerne an dieser Stelle ein paar vielleicht auch unangenehme Fragen stellen. Wollen wir es weiterhin mit Achselzucken hinnehmen, dass die Mehrheit unserer Bevölkerung, wenn man denn den Umfragen glauben darf, keine besondere Verantwortung Deutschlands für das jüdische Volk sieht? Müssen wir nicht über unsere Bildungspolitik und den Stand der Demokratieförderung in unserem Land nachdenken, wenn immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland die israelische Politik in Palästina mehr oder weniger mit den Verbrechen der Nationalsozialisten gleichsetzen? Könnte es nicht sein, dass bestimmte kleinkarierte Debatten über die Ausgestaltung einer Demokratieförderung und eines Demokratiegesetzes auch irgendwie etwas mit der Vernachlässigung des Kampfes gegen Antisemitismus zu tun haben? Warum schützen wir jüdische Einrichtungen und jüdische Menschen in unserem Land nicht besser gegen ihre Feinde? Wer die falsche Politik einer rechtsgerichteten israelischen Regierung kritisieren will und dagegen protestieren will, muss das nicht vor jüdischen Einrichtungen tun. Wer es aber doch vor jüdischen Einrichtungen macht, entlarvt sich selbst, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau diese politischen Kräfte, die ihren Antisemitismus und Judenhass unter dem Deckmantel der Kritik an der derzeitigen Politik Israels ausleben, müssen wir viel entschiedener entgegentreten. Ich begrüße deshalb ausdrücklich die Initiative des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius, der mit einem Erlass die Grundlage dafür schaffen will, dass solche Demonstrationen in Zukunft nicht mehr vor Synagogen oder anderen jüdischen Einrichtungen stattfinden dürfen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich frage mich schon, warum so etwas bisher nicht in ganz Deutschland schon lange für viele Jahre eine Selbstverständlichkeit ist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Leid in Israel und Palästina ist groß, auf beiden Seiten. Und deshalb sollte die Empathie mit den unschuldigen israelischen und palästinensischen Opfern der Hamas auch immer die Empathie mit den Palästinenserinnen und Palästinensern einschließen, die gerade in den letzten Jahren aufgrund einer diskriminierenden Siedlungs- und Besatzungspolitik eines israelischen Ministerpräsidenten große Ungerechtigkeiten erfahren haben. Sollen wir schweigen, wenn sich Herr Netanjahu um seine persönliche Machterhaltung willen lieber mit radikalen politischen Kräften in der Knesset und den radikalen Siedlern verbrüdet, anstatt hart an einer neuen Perspektive für einen Frieden zu arbeiten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zum Schluss Folgendes sagen. Wir haben erlebt, dass ganz viele Juden und Araber spontan auf die Straße gegangen sind in Israel, haben demonstriert und haben gerufen, wir weigern uns, Feinde zu sein. Dazu schreibt Maron Mendel am Ende seines bemerkenswerten Artikels. Herr Kollege Nietan, ich weiß, ich zitiere zu Ende. Die Redezeit ist abgelaufen. Ja, wenn Sie mir erlauben, möchte ich das gerne noch zu Ende zitieren. Nein, aber ich kann es nicht erlauben. Ich habe es den anderen Kollegen auch nicht erlaubt. Vielen Dank. Kommen Sie zum Ende. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und empfehle Ihnen den Artikel. Ich kann es nicht mehr zitieren, aber Sie sollten es nachlesen, wie er endet. Er erinnert uns nämlich daran, dass wir eine gemeinsame Pflicht haben, auf die vernünftigen Kräfte dort zu setzen. Jetzt hätten Sie noch zitieren können. Vielen Dank. Das ist ein bisschen missbräuchlich. Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde ist der Kollege Christian Schmidt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends, wir trinken sie morgens, wir trinken sie mittags, wir trinken sie in der Nacht. Wenn jemand den Konflikt und die Situation im Nahen Osten betrachtet, und das aus Deutschland heraus tut, dann muss er bei Paul Celan anfangen. Dann muss er wissen, was unsere Verpflichtung und Aufgabe ist. Dann muss er auch wissen, liebe Kollegen von der AfD, dass Sie nicht widersprechen, wenn Ihr Rechtsausleger Höcke, ich zitiere, sagt, wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das ist das Verbrechen, das politische Verbrechen, das besteht. Und deswegen grenzen Sie sich aus. Wir müssen auf die Situation in dieser Region, auf die Situation der Israelis, auch auf die Situation der Palästinenser mit dem Streben und Arbeiten zu friedlichen Lösungen agieren. Der Bundesaußenminister hat mit seinem Drei-Punkte-Stufenplan den Weg gezeichnet, gegeben. Wir sollten ihn beschreiten und wissen, dass nach der dritten Stufe noch sehr viel mehr folgen muss. Wir müssen uns erinnern an die Situation, die leider nicht dorthin geführt hat, wo sie sollte, nämlich an den Oslo-Dialog Beginn der 90er Jahre. Es wurde angesprochen, durch die Ermordung Yitzhak Rabins ist einer der wesentlichen Protagonisten dieses Zusammenarbeitsprojekts mit Yasser Arafat und mit Shimon Peres leider nicht mehr wirkungsfähig gewesen, sondern wurde ein Opfer der Gewalt, auch im eigenen Land. Wir müssen, denke ich, versuchen, aufbauend auf diesen drei Stufen in der Tat mehr als interessierte Beobachter in Europa, von Europa in den Nahen Osten zu sein. Wir müssen initiativ werden. Natürlich wissen wir, dass 27 schwierig zusammenzubringen sind. Und Herr Bundesminister, man kann nicht nachvollziehen, was die ungarischen Kollegen dazu gebracht hat, ihrer Resolution, ihren Beratungen nicht volle und vorbehaltlose Zustimmung zu geben. Notwendig ist, dass mit der neuen Administration in Washington
der Weg wieder gesucht wird, der hin über Kleeblatt oder wie auch immer, der hinführt zu der Frage und der Möglichkeit dessen, was wir in Oslo ja realisiert gesehen haben oder erhofft haben, hin zu einem, was wir als Zwei-Staaten-Lösung bezeichnen, hin nicht zu einer Trennung, sondern zu einer quasi synergetischen Entwicklung im Nahen Osten, in Palästina. Und dazu gehört auch, dass man mit den Palästinensern spricht. Das war übrigens der Fehlpunkt bei den Initiativen, die zu den Abraham-Akkords geführt haben. Ich habe ein ganz interessantes Gespräch mit Hannah Ashrawi. Viele hier im Raum werden sie kennen, eine christliche palästinensische Politikerin, lange Ministerin gewesen, die in ihrer Enttäuschung davon berichtet hat, dass sie die Palästinenser, ich meine nicht die Hamas, ich meine die PLO und die PLA, nicht angesprochen worden waren von den Ideen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Kooperation etc. Das muss nachgeliefert werden, nicht nur auf der Ebene der Wirtschaftsunternehmen und Technologie, übrigens auch, und danke Kollege Nitan für den Hinweis, der Beschlusslage des SPD-Vorstandspräsidiums. Ich bin sicher, du hast ihn komplett gelesen. Ob dein Vorsitzender ihn komplett gelesen hat, das weiß ich nicht ganz. Er wird sicherlich wissen, dass Histadrut und TGB eine wesentliche Grundlage für Zusammenarbeit gegeben haben. Und ich kann uns nur ermutigen, dass wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen, Herr auch Kollege auf gewerkschaftlichen Schmidt, Ebenen, Herr Kollege Schmidt, dafür Ihre Redezeit ist abgelaufen. Danke sehr. Dass wir dafür den Hinweis. Ich finde, Herr Präsident, mein Vorgänger hat es intensiver noch versucht. Ja. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet. Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt.